Ja, hey, willkommen. Mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Oh, von weitem sieht der echt irgendwie voll gruselig aus. Weil er nur so ein Schatten ist. Oh Gott. In der letzten Folge haben wir diese Bowlingbahn hier betreten, weil, weiß ich nicht, einfach so. Und ja, wir haben zwar ein, zwei Missionen, die wir machen können, aber hier war eine Bowlingbahn und deswegen sind wir jetzt auch hier. Und ja. Ne? Gut. Und zwar vollgepackt wie ein Esel und können nichts mitnehmen, aber trotzdem, die scheinen immer vorbeizuschauen. Wahrscheinlich sind hier so Fallensteller-Typen irgendwo. Hier so Fallen waren. So eine Leiche von Fallensteller, oder die sind alle tot wegen den Ghoulen. Ach, jetzt bin ich hier oben, gut. Oh Gott. Schlitz! Oh Mann. Oh Mann, der macht komischerweise mehr Schaden als so ein legendärer. Warum? Ja, hau ihn einen rüber. Sehr gut. Sehr gut. Hier haben wir eine Laborstation. Sehr gut. Dann kann ich mal ein paar Waffenwerkbank habe ich hier auch. Mein Gott. Oh, Meister. Challenge accepted. Wieso kannst du dich von mir verschließen? Nix da. Ha! Das wär's. Sehr gut, weil wir tun hier nur mit dem Schwert rumlaufen, Was deswegen zum der Teufel ist Strike. das für Was zum? Ist das ein Fatman, der Bowlingkugeln schießt? Was? Modifizierte Bowlingkugel. Echt jetzt? Was? Ja, also. Chance von 50% auf verkrüppelt des Beins des Gegners. Bowlingkugel. Was? Ich will mehr von den Dingern. Die Säure. Kohlrückgabe. Eine Idee mit einem Fettmann für die Ballrückgabe fallen lassen. Einfach nur abgeschmiert und waren danach nicht mehr zu gebrauchen. Wir haben nur mit ein paar alten Hasen gesprochen. Wir sollten uns einen dieser Fatman-Katapulte besorgen. Also haben wir mit jemandem gesprochen, der jemanden kannte, der wiederum jemanden kannte. Lange Rede, kurzer Sinn, uns fehlen ein paar Gastanks, aber einen haben wir jetzt in einem alten Baumarkt in der Pampa gefunden. Keine Ahnung, ob das alles ganz legal ist, aber schließlich erlegen wir nur ein paar Kegel damit. Also drauf geschissen. Das war knapp. Bauplan für... Ah, okay, sehr gut. Dann kann man nur ein bisschen. Auswerfen. Mark Wilsons Holoband. Mein Gott, hier. Muss das aufnehmen, sonst vergesse ich's nachher. Nachdem wir zugemacht haben, haben Mensch und ich uns noch ein paar Bierchen reingehauen, während wir sauber gemacht haben. Haben auch über Thomas geredet. Ich kann's nicht glauben, dass er den Rest seines Lebens im Rollstuhl sitzt. Jetzt wird er nie das perfekte Spiel machen, an dem er immer so nah dran war. Ist jetzt kurz vor drei und wir haben die Kugel an der Bahn zurückgeschickt und uns die Motoren angesehen und hatten dann eine geile Idee. Thomas, seine Arme funktionieren noch. Vielleicht können wir eins von den Kugelrückgabeteilen nehmen und einen stärkeren Motor und das Ganze auf ein Brett schrauben. Dann könnte er die Kugel die Bahn runterschießen. Das wäre voll die geile Bowling-Knarre. Okay. Ich könnte hier theoretisch ein paar Sachen reinballern, aber... Nützlich sein. Nicht.
Warte. Da kann ich mir herstellen jetzt. Ja, das Problem ist, Alter, wiegt das Ding viel. Der Striker. Okay. Ja, was soll ich denn jetzt wegpacken, verdammt? Okay, warte. Erstmal ein paar Drogen wieder herstellen. Würde ich sagen. Kann ich nicht Stimpacks auch herstellen? Mein Gott. So, Drogen. Vor allem brauche ich. Das gibt's doch nicht. Und so level ich offscreen auf. Ich habe ja keinen Platz, also muss das hier alles weg. Oh. Was? Ich kann Fallen herstellen? Was ist aber das denn? Das ist so ein. Okay. Zwei habe ich bekommen, geil. Gott verdammt. Hey. Ja. Aha. Da habe ich zwei Fatmans bei mir. Ich glaube, ich muss echt zum Dings zurück. Keine Ahnung. Ah. Muss mal Sachen hier echt loswerden. Aber ich konnte hier einige Sachen einlagern, weil das ist gefährlich, glaube ich. Was ist das denn? Okay. Wo ist die Falle dafür gewesen? Mehrwerfer, was? Ach, okay, cool. Ich kann den auch wieder zum normalen umwandeln. Was habe ich denn noch hier? Keine Ahnung. Ich brauche ein paar Bowlingkugeln. Ich jetzt schon wo nicht. Ja, ich wusste es. Keine Wahl. Ich sage mir immer wieder, dass ich mich mal zur Ruhe setzen sollte. Den Absprung habe ich wohl verpasst. Was mache ich mit dem Gewicht? So. Hallo. 47, sehr gut. Ich glaube, ich gehe echt nochmal zurück und verkaufe ein paar Sachen. Schon wieder Gewitter draußen, mein Gott. Aufgepasst. Ganze Woche nur Gewitter. Ja, noch blöder Regen. Was für voll schwüles Wetter sorgt. Was sorgt dafür, dass hier alles hier ekelhaft am... Weiß ich nicht. Ist alles ekelhaft, warm. Hm. Aber eigentlich ein Ölkanister, den brauche ich doch noch, oder? Ah.
Ehe du schießt damit. Dann kriegen wir beide Probleme. Ich meine damit nicht, dass du einen Ärger von mir kriegst oder so, sondern wir kriegen beide echt Probleme, weil wir dann beide tot sind. Ja, ich nehme jetzt jede Bohnenkugel erstmal mit, die ich kriegen kann. Aber zuerst wir erstmal auf. Und ich bin in der Bowlingbahn, also werde ich gleich mal ausnutzen. Wer nicht da? Was? Wie bewegen die Dinger denn? Plastik. Acht. Was? Warum so viel? Oh mein Gott, ey. Vor allem, wenn ich dann als Munition mitschleppe, dann wiegen die gar nichts. Weil das macht Sinn, ne? Weil das ist überhaupt nichts, so viel brauche ich gar nicht. Hi. Schreib mich noch mal so. Aufgepasst. Ich nehme dir gern sämtlichen Schnaps ab. Aber keine Garantie, aufgepasst, dass du ihn wiederbekommst. Ja, kannst auch ein bisschen schneller. Nein, er kann auch nichts mehr schleppen. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Ah. Dann auf. Auf zum... zu der Laborstation. Och. Warum gibt es nicht eine Fähigkeit? In meinen Fähigkeitenbaum, die irgendwie sagt, ja, alle... das Gewicht von allen Sachen wird halbiert. Das wäre irgendwie voll überpowert. Aber ernsthaft, warum gibt es sowas nicht? Habe ich sie eigentlich schon alles erkundet? Ich weiß es nicht. Ach, das ist richtig hier, oder? Ja. Hast du ja jeder ausprobiert, oder was? Sachen zu bauen und zu verkaufen ist gar nicht mal so verkehrt. Nur zwei. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Ich brauche echt irgendwie so, weiß nicht, einen Ort, wo ich einlagern kann. Und ja, jetzt wieder heftig Gewitter. Ist nicht irgendwas, was ich hier wegballern kann. Komm, weg damit. Ich bestimmt noch eins finden. Jetzt werde ich nie wieder eins finden. Na, ja, wir gehen jetzt, glaube ich, zurück zum Dingen hier, zum, wo wir herkamen. Gucken wir mal. War ich jetzt hier überall schon oder nicht? Irgendwie bin ich hier wieder voll null Orientierung. Wir waren jetzt überall, ne? Ja, gut, okay, tschüss. So. Warte mal. Halt, bevor ich es vergesse. Ich bin extra deswegen hier hingekommen. Machen wir mal. Brauche ich so Bowlingbahnmusik so. Nee, na, Quatsch, das ist. Das ist Dingens hier. Baseball. So, gucken wir mal. Was hat Dingen hier? Sieht man jetzt nicht mehr. Ich nehme mal an, hier so. Ach man.
veränderte Bowlingkugel. Was ist das jetzt schon wieder? Modifizierte Bowlingkugel. Was denn jetzt? Schrott. Ich hab 6, okay. So, machen wir nochmal. Ne, Quatsch. Mann! Wir haben noch näher. Feuer mich an. Los. Mein Gott. Okay, ich gehe ja schon. Aber ich krieg die Munition immer wieder zurück. Das ist immer geil. Dann brauche ich auch nicht so viel Munition. Ja, die Insel. Die Insel. Gewitter haben, weiß nicht. Montag. Das war am schlimmsten. Ein so ein blöder Donner. Der war so laut. Ich habe mich noch nie im Leben so erschreckt. Das ist irgendwie unmenschlich, habe ich das schon mal gesagt hier. Im Let's Play, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, am gleichen Tag habe ich dazu auch gesagt. Das war so laut. Ich habe noch nie im Leben so was Lautes gehört. Aber mach schon mal draußen nicht. Ich kümmere mich hier um die wichtigen Sachen. Ich glaube, ich gehe echt nochmal zum Commonwealth zurück und tue einige Sachen einlagern. Gott, verdammt! Alter, ich habe ein Meisterschloss schneller geöffnet. Wer willst du eigentlich? Cool. Was du denn? Ah. Komm her. Strike. Hast du gerade eine Bowlingkugel auf mich geschossen? Ah, seine Beine sind verkürzt. Sehr geil. Ah. Okay, du auch. Oh nein, wo ist die Kugel gelandet? Nein. Warum bin ich doch so witzig? Nein, verdammt, wo ist die andere Kugel gelandet? Din, 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 din. Sehr gut. Oh mein Gott. Oh, ich habe eine neue Lieblingswaffe. Das ist aber so geil. Ach, nee, ich dachte. Oh. Okay, ich finde die andere Kugel jetzt nicht. Aber wir haben ja noch 5. Ich die immer wieder einsammle. Ich finde das so geil. Einfach eine Bowlingkugel mitten gegen das Gesicht. Okay, gehen wir mal zurück zum Fahrhaber. Hier ist schon wieder ein Ort, ja super. Mich am liebsten nicht berühren. Lauf ich hier richtig? Nö. So. Was mache ich jetzt mit meiner Ausrüstung? Das ist immer eine gute Frage. Ja, toll, der eine ist jetzt nicht hier. Und die eine, wer auch immer, keine Ahnung.
Mr. Allen, du verkaufst das nicht. Brooks. Suchst du ein Schnäppchen? Zeig mal, was du so hast. Okay, hier ist mein An. So, übrigens. Reckon Marine, ja, du hast das. Ja, das wäre eine Taschenlampe oder so dran. Wie viel kann ich denn mit meinen Dingens hier verdienen? 4200, das ist verdammt viel. Okay. Ich glaube, ich werde echt zum Commonwealth zurückgehen. Ein paar Sachen einlagern. Weil, ja. Wird so nix hier, habe ich das Gefühl. Solange hier nicht irgendwo ein Haus ist, von dem ich noch nichts weiß. Ja, mache ich das so wahrscheinlich. Dann gehe ich zum Commonwealth zurück, lager ein paar Sachen ein. Versuche nicht so viele Sachen mitzunehmen. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge auf Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allen fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.